In der Trendbox von Bonduelle. Genial daneben heute mit Heller von Sinnen, Martin Schneider, Georg Uecker, Olli Dittrich und Bernhard Hoecker. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur letzten Genial daneben in diesem Jahr. Aber dazu später mehr. Wir haben hochkarätige Gäste heute, hochmotivierte Menschen. Uecker hat ein Pullover an, das nur so kracht. Hoecker sieht aus wie immer. Und Olli wird schwitzen im Rollkragenpullover. Es sei denn, du bist krank. Das verstehe ich jetzt nicht, den Zusammenhang. Da würde ich sogar ohne Rollkragenpullover schwitzen. Das ist eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass ich gesund bin. 500 Euro für dich. Dankeschön. Darauf habe ich es angelegt. Sehr gut. Natürlich. Und Martin Schneider hält sich hoffentlich heute ein bisschen zurück, damit auch andere mal zu Wort kommen. Ich probier's. Bitte? Ich probier's. Gut. Frau von Sinnen ist auch wieder da. Ja, ich habe eine kleine vorweihnachtliche Borde auch angelegt. So ein paar Tage vorm Fest, Herr Balder. Sehr schön. Sehr schön. Hm, sieht doch so aus. Ja, ja. Wir fangen an. Wir beginnen mit Heiko Korosch. Heiko Korosch wohnt in Hamburg und hat eine Frage, speziell für Georg. Er möchte wissen, was ist ein lauwarmer Betrieb? Also ich gehe mal davon aus, dass es auch einen heißen Betrieb gibt. Ja. Und der lauwarme Betrieb wird der etwas gedrosselte in einer Maschine, oder ich bin sogar auch durchaus bereit, in einen Wellnessbereich zu gehen und von einer Sauna oder einem kleinen Dampfbade zu sprechen. Martin. Ne, ich glaube, lauwarm ist was. Heißt du Martin? Ich kann ja warten. Ich gebe ab an dich. Ja. Ich denke, vielleicht ist es sowas, ein Betrieb, der nicht mehr hundertprozentig arbeitet. Also zum Beispiel Kurzarbeit oder Streik oder sowas. Also der ist runtergefahren von heiß laufend auf lauwarm. Würde man sowas als lauwarm Betrieb bezeichnen? Naja, was ich als lauwarm Betrieb bezeichnen würde, das versuche ich ja drumherum zu kommen. Ich merke schon, die ganze Zeit. Ich merke schon, ja. Nein, stimmt nicht. Lauwarmer Betrieb. Wie wäre es mit einem Durchlauferhitzer? Also ein energiesparendes Ding, damit es nicht immer so heiß aus den Kränen schießt, das Wasser. Das ist auf lauwarmen Betrieb. Da gibt es aber neuerdings an Waschbecken diese Regler, die nennt man, glaube ich... Mischbatterie. Ja. Naja, vielleicht ist es tatsächlich, es lässt wirklich wenig besonders lustige Überlegungen zu, leider. Wenn man überlegt, lauwarmer Betrieb, ist es tatsächlich irgendetwas, was sozusagen auf Sparflamme marschiert. Irgendeine Maschine tatsächlich oder ein Betrieb. Ich finde, vielleicht sollte man wirklich ganz oder ein Betrieb, ja. Vielleicht ist der Betrieb gar nicht so dumm. Vielleicht ist ein lauwarmer Betrieb irgendwie zum Beispiel eine Skischleiffabrik im Sommer. Die ist, ja, die wird nicht wirklich benutzt, weil natürlich nicht Saison ist dafür. Oder zum Beispiel die Mancherie-Herstellung im Sommer, die wird ja auch heruntergefahren. Das heißt, da läuft nur noch einer ab und zu mal durch und guckt. Claudia Bertrami. Claudia Bertrami. Die Mancherie-Frau. Die ist nur einmal im Jahr tätig. Dann geht sie so durch die Lombardei und guckt mal so ein paar Kirschen an. Kalter Betrieb, weil die wird ja kalt gestellt für ein halbes Jahr. Ja, aber deswegen ist sie lauwarm, wenn sie wieder arbeitet. Also noch nicht richtig auf Betriebstemperatur. Also ihr meint, ein lauwarmer Betrieb ist ein Betrieb, der noch nicht richtig auf Betriebstemperatur ist oder runtergefahren wurde oder später wieder. Also irgendwas auf so einer Warteposition. Aber vielleicht ist es auch eine Firma, wo Witze erzählt werden, die nicht so gut sind. Man sagt ja, das waren Kalde. Das kenne ich nur bei Bauern, also ein kalter Bauer. Bauern und würde jetzt gerne Eier ausbrüten. Viel Vergnügen. Machen Sie das hier oder gehen Sie raus? Lauwarmer Betrieb. Also eben, wir sind in einer wir brüten Eier aus. Wir brüten. Und haben eine Holger, machen Sie mal vor. Konstante Temperatur. Solange Sie die Eier legen, brüte ich die aus. Haben eine konstante Temperatur, dass die Eichen immer lecker warm liegen und dann irgendwann die kleinen Piepelchen kommen können. Also sind wir ja doch mehr oder weniger in der Tierwelt. Ja, bei der Tierzucht sind wir. Vielleicht ist der lauwarme Betrieb, ich bin wieder bei der Schwebfliege. Und zwar die Schwebfliege. Bzzz.
die aussieht wie eine Wespe, gerne verwechselt wird. Die muss nämlich die ganze Zeit, also folgendermaßen, die, wenn die sich hinsetzen würde, dann kühlt die Muskulatur der Flügel ab und wenn dann ein Weibchen vorbeikommt, ist sie nicht schnell genug an der Frau dran. Deshalb schwebt sie die ganze Zeit in der Luft, deshalb muss sie schweben, um die ganze Zeit den Körper auf einer bestimmten Betriebstemperatur zu halten. Ja, Herr Balder, das könnte auch für Sie ein Tipp sein. Kein Schritt weiter hier. Wollten Sie denn eben zutraulich mich darauf hinweisen, dass wir uns tatsächlich in der Tierzucht befinden? Ich wollte Sie zutraulich darauf hinweisen, dass wir uns tatsächlich nicht in der Tierwelt befinden. Maschinen. Sind wir denn mit Maschinenpark, mit sich bewegenden Einzelelementen, sind wir denn da richtig? Vielleicht ist es sich bewegenden Einzelelementen? Im weitesten Sinne schon. Vielleicht ist es einfach eine Maschine mit 30-Grad-Wäsche. Also jetzt mal einfach so gesagt. Also man kann Kesselbuntes auf lauwarmem Betrieb machen. Ja, kann man. Wie wär's mit Dampflokomotiven, Dampfschiffer? Maschinen? Ja, da sind wir immer wieder bei den Lehrer gleichen. Wir sind so immer wieder, also Maschinen, ja. Maschinen, ja oder nein, Herr Balder? Ich frage Sie jetzt zum letzten Mal. Ich versuch's mal mit Angst, Herr Balder. Warum haben Sie Angst? Er versteht Drogen nein, nicht. Alter, es geht um Maschinen. Im weitesten Sinne, im weitesten Sinne. Aber ist es irgendwas in der Medizin? Ist es vielleicht ein Gerät, das die Körpertemperatur bei möglicherweise ohnmächtigen oder sich im Koma liegenden Patienten regelt, damit die irgendwie ihre 37 Grad... Immer schön lauwarm bleiben. Naja, nun, man weiß es ja, oder in der Zahnmedizin, da kriegt es man gibt doch künstliches Koma, glaube ich, auch. Ja. Wo irgendwie die Körpertemperatur absichtlich abgesenkt wird. Martin, gibt es künstliches Koma? Also bei uns in Bockholzhause weiß ich nicht, aber es kann schon sein. Ihr wirkt alle so, als wärt ihr schon drin. Es gibt sogar Leute, die werden eingefroren. Das meine ich ja. Ja, aber es ist ja, ich glaube, es ist umgekehrt. Vielleicht gibt es auch so ein Verfahren, die Leute werden konstant auf 50 Grad Körpertemperatur gehalten. Und dann. Warum? Ja, um Erbprobleme zu lösen oder solche Sachen. Keine Ahnung, aber dass man. Ich bin beim Zahnarzt, bei der Behandlung wird man auch gerne immer mit Wasser. Da sind so Schläuche, wo man auch Wasser... Und dass das immer schön lauwarm ist, dass man sich nicht verbrüht oder es zu kalt an den Zahnhälsen wird, ist das der lauwarme Betrieb. Ja, ich sag's euch jetzt. Danke. Ach so, schade. Ich hatte noch das eine ist Idee ein Fachbegriff auch aus der Reinigungsbranche. Dort unterscheidet man drei Arten von Reinigungsbetrieben. Man spricht von einem kalten Betrieb, zum Beispiel, wenn die Wäsche in dem Betrieb nur abgegeben und ausgehändigt wird. Die Reinigung aber ganz woanders erfolgt. Bei einem heißen Betrieb spricht man, wenn dort die Wäsche angenommen, gereinigt, gebügelt und ausgegeben wird. Und von einem lauwarmen Betrieb spricht man, wenn die Wäsche angenommen, extern gereinigt, dann aber wieder gebügelt dort und ausgehändigt wird. Also ganz klar, kalt ohne Reinigung, heiß Reinigung und bügeln, lauwarm nur bügeln. Ganz einfach, Herr Balder. Ganz einfach, ganz simpel. Ja, ja, ja. Schöne Frage von Heiko. Glückwunsch, 500 Euro. Ja. Ich frage mich ja, ob die Sendung gewonnen hätte, wenn der Mann endlich eine Frau bekommt und die macht das zu Hause bei dem oder sowas. Oh, Herr Hohecker, das war aber jetzt altertümlich. Das haben wir aber nicht mehr, dass die Frauen zu Hause nur waschen und bügeln. Also, sehen Sie, ich war eben schon. Also, ich bin glücklich verheiratet, möchte ich das sagen. Ich auch. Ich wette, bei Ihnen zu Hause bügelt nein, die Frau auch drauf. Nein, wir bringen das alles. Frauen nicht bügeln und nicht kochen, wir lassen Bringdienste kommen und auch alles, was irgendwie schmutzig ist, wird lecker in den lauwarmen Betrieb geschoben. Also wenn mich noch mal eine Frau kennenlernen will, ich wollte es nur sagen. Was wolltest du sagen? Wenn wir schon an der Stelle sind, Fernsehunterhaltungsfacharbeiter suchen einen Partner, Herr Schneider und ich wären noch zu haben und mein Leben ist komplett ein lauwarmer Betrieb, also ich habe noch Termine frei. Binja Rassner wohnt in Kassel und Binja möchte wissen, warum laufen in der Uniklinik Göttingen Patienten herum, die eine Schere um den Hals baumeln haben? Eine Schere um den Hals, ja. Hat wahrscheinlich einen tragischen Hintergrund. Vielleicht in der Uniklinik Göttingen. Entschuldigung. Ja.
Vielleicht sind das geklonte Schafe, die sprechen können. Und die haben die Schere einfach dabei, wenn gelegentlich... Nein. Der naheliegende Grund wäre ja, dass sie mit diesen Scheren etwas aufschneiden, um sich eine Zufuhr von Medikamenten zu ermöglichen. Aber um den Hals? Wäre eine Möglichkeit, ja. Oder vielleicht haben die einfach ein zu starkes Fingernägelwachstum. Die müssen sich alle 5 Minuten die Fingernägel abschneiden. Ja, da sind schon üble Sachen passiert. Die standen so an der Wand und kamen nicht mehr raus, weil die da... Aber warum haben die Schere um den Hals? Ja, weil die mit den langen Fingernägeln nicht mehr in die Tasche kommen. Ja. Das heißt aber, die Patienten brauchen diese Schere häufiger, beziehungsweise die Krankenschwester braucht sie häufiger und kann gar nicht schnell genug eine holen gehen oder so. Das es muss immer richtig. Eine Schere griffbereit sein und es eilt dann in dem Moment. Ja. Und das heißt, diese Patienten, wir reden ja von einer bestimmten Abteilung, es spricht der Fernseharzt. Ja. Ich schrecke gerade, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Es eilt schnell und die müssen dann ganz schnell, das machen sie nicht selber, nehme ich an, sondern es hängt mehr, die sind wie so Requisitenständer, das wird ihnen abgenommen und eine Fachkraft macht damit was. Ja. Und das ist, wäre zum Beispiel ein Verband aufzuschneiden. Nein. Oder sie haben sich irgendwo drin verheddert. Wo drin? In der Gardine. In ihrer Scheißfrisur. Ist es eben nur in der Uniklinik Göttingen und nicht in anderen Unikliniken, weil da ein spezielles Programm mit diesen Patienten gemacht wird? Ja. Ah, ich weiß. Und zwar bekommen die von allen Unikliniken in Deutschland als allerletzte diesen Lesezirkel. Und das bedeutet, dass der Einsendeschluss für Preisausschreiben schon fast abgelaufen ist. Und sie müssen... Ja. Diese Probanden oder Patienten, die sind nicht wirklich krank, sondern die machen da einen Versuch mit denen. Nein. Die sind wirklich krank. Bei sowas bin ich sofort bei Psychologie. Die haben eine Phobie vor irgendwas. Und, vor Scheren. Eine Schere. Ich weiß, das sind Patienten, die haben bis dato immer relativ schlecht abgeschnitten. Sind die vielleicht suizidgefährdet? Das glaube ich nicht so sehr. Nee, also, super Idee übrigens, Herr Hohecker. Super Idee. Ganz toll. Nein, das geben Sie dem eine Schere, der ist suizidgefährdet. Ja. Nein, aber die haben irgendwas. Die drohen zum Beispiel zu ersticken. Sowas in der Art. Aber da muss was aufgeschnitten werden, ganz schnell. Die Schere ist ja nicht steril dann, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass es so ein tragischer Hintergrund ist. Ich glaube, es ist eher ein unterhaltender Hintergrund. Das hat was damit zu tun. Plastiktüte vielleicht. Dass die Drohnen zu ersticken, wenn man nicht ganz schnell irgendwas wegschneidet. Das ist also richtig. Klamotten aufschneiden. Ah, die Drohnen in Göttingen, vielleicht ist das so, Infektionskranke, die sind komplett in irgendetwas drin. In einem Anzug, wenn sie rumlaufen. Und damit, wenn irgendetwas ist, man an die rankommt, muss man da was aufschneiden, den Anzug aufschneiden. Ja, dann müssen die Schere ja außerhalb haben und nicht drin. Ja, die haben sie um den Hals hängen. Wo immer der auch ist. Vielleicht ist der Hals außerhalb. Ah, nee, das ist auch Quatsch. Oder hat es vielleicht doch was mit Weihnachten zu tun und Geschenke basteln und Weihnachtssterne oder so? Ach so, und das sind 24 Patienten und jeden Tag darf ein anderer Arzt einen behandeln. Das ist ja hübsch. Ein laufender Weihnachtskalender. Das ist eine feine Sache. Und das Ganze nenne ich einen ziemlich lauwarmen Betrieb. Was? Das heißt, die drohen zu ersticken. Und das heißt, die Krankheit ist ja wichtig jetzt für die Lösung. Das ist das A und O, ja. Die haben irgendeine Phobie oder liegen, die können sich nicht bewegen oder die haben eine Phobie, wo sie... Die können sich schon bewegen. Die sind aber in irgendeinem Behältnis. Die Patienten? Sind, ja. In der Uniklinik in Göttingen, ja. Ist irgendwie wie ein Raum, was du eben sagtest, dass sie eine Art Raumfahranzug oder irgendetwas haben, weil sie besonders infektiös sind oder so, das ist es nicht. Nein. Vielleicht haben die einfach nur das Bedürfnis, es gibt vielleicht irgendwie Leute, die zum Beispiel Waschzwang haben oder so etwas, vielleicht ist das einfach nur, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, dass sie selber wissen, in einem Fall X könnten sie sofort irgendetwas auf- oder abschneiden. Vielleicht ist es nur dafür da. Na, wir sind ja schon so weit, dass sie es nicht selber tun. Das haben wir ja schon gesagt. Also da passiert etwas und es muss etwas sein, was man nicht durch eine Perforation lösen kann. Alles andere kann man einfach Das ist so alt und dass die Drohnen zu ersticken. Das heißt, die haben ja irgendeine Phobie. Zum Beispiel haben die vielleicht kriegen die Panikattacken, wenn die in irgendwas... Wenn die irgendeinen bestimmten Pulloverfarbe sehen oder sowas.
Ich habe schon mal gedacht, auch schwarz zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja. Ob die hysterisch irgendwas essen, aber dann ist es doch auch zu spät, wenn dann einer irgendwie. Was willst du? Du schneidest ja nicht den Körper auf. Vielleicht, nein, vielleicht nein. Ist es. Nein, du schneidest ja ein Verband oder ein Kleidungsstück, irgendwas auf, wo die. Also wenn ihr, wisst, vor mir, wenn ihr wisst, was diesen Menschen fehlt oder woran die leiden oder warum die da sind, dann wisst ihr auch. Also es ist ja eine psychische Störung. Es ist keine psychische Störung. Es ist eine physische Störung. Ja. Also aber ein physisches Problem. Sie laufen ansonsten ganz normal in ihren Krankenhauskittelchen rum. Die haben keine zusätzlichen. Normalerweise nicht. Haben die vielleicht irgendeinen Verband oder sowas und kriegen spontan Jucken oder so? Was vielleicht sind das Leute, die einen außergewöhnlich starken Haarwuchs haben. Oh ja, ja. Alles was mit Neurodermitis zu tun? Dachte ich auch, ne? Also ist es eine Hautkrankheit, von nein, denen Sie gebeutelt sind? Es ist eine Lungenkrankheit. Auch nicht. Ja, jetzt gehen wir alle Krankheiten durch. Das ist ganz logisch, wenn die zu lange Haaren haben und die wachsen über die Nase, dann können die auch nicht mehr atmen. Ja, und die können, weil die auch gleichzeitig lange Fingernägel bekommen, können die das nicht mit der Schere selber. Bei Ersticken haben Sie ja schon so. Ersticken ist richtig, ja, das ist richtig. Ersticken, das heißt, es ist doch hier in dem Bereich irgendwas. Muss ja da irgendwas sein. Vielleicht haben die, atmen die durch ein Gerät, was dann weggeschnitten wird. Durch was denn? Was denn für ein Gerät? Eine Maske. Die haben eine. Toaströster. Eine Maske. Ich sag einfach mal was. Ja. Wir sind vielleicht doch so nah dran. Ihr seid nah dran, aber ihr werdet. Aber sie hatten eben Psychologie schon abgeschmettert, ne? Das ist ein rein körperliches Problem. Ja, vielleicht ein rein körperliches Problem. Irgendwie so eine Unter- oder Übersäuerung. Und die haben so eine Tüte vorm Gesicht, um einfach die Atmung irgendwie zu regulieren, damit die mobil bleiben. Nein. Und vielleicht geben sie uns einfach die Antwort, dann können wir ich gebe euch mal die Antwort, vielleicht hilft euch das dann. Ja, ihr werdet nicht drauf kommen. Also, die Göttinger Uniklinik ist spezialisiert auf komplizierte Kieferfrakturen. Das heißt, bei schweren Trümmerbrüchen müssen Ober- und Unterkiefer mit einer Schiene ruhig gestellt werden. Unter- und Oberkiefer werden durch Drähte an den Zähnen fest miteinander verzurrt. Die Patienten können kaum sprechen und nur flüssig Nahrung zu sich nehmen. Für den Fall, dass sich so ein Patient einmal erbrechen muss und an diesem Erbrochenen nicht erstickt, der kann ja nicht raus, tragen die Patienten eine Schere um den Hals, mit der ein Pfleger oder Schwester im Notfall sofort reagieren kann und die Drähte durchschneiden. Ja, scheiße. Und ich hatte auch mal, also den Freund habe ich immer noch, aber der hatte diese Maläschen. Uniklinik Göttingen ist an sich bekannt dafür. Also deswegen hätte es ja sein können, dass einer weiß. Ja, ist ja auch wurscht. Binja Rassner aus Kassel kriegt 500 Euro dafür. Sehr gut. Wir wissen wieder mehr. Zu Weihnachten von Itz. Susanne Mier wohnt an sich in Magdeburg. Heute ist Susanne hier. Wo? Wo sitzt Susanne aus Magdeburg? Hallo. Direkt hinter Martin. Sie haben es gut. Und Sie hinter sehen mir, oh, und Herr hinter Frau von Sinn. Natürlich. Susanne möchte wissen, was sind Satellitentröpfchen? Satellitentröpfchen. Das ist irgendwas, was aus dem Körper rauskommt. Niesen? Was denn? Genau, war ich ja auch bei Niesen. Beim Pipi machen. Und zwar ist das ja, Männer versuchen nachher der Tropfen, der nachher immer noch. Da hilft kein Schütteln. Ja, da hilft kein Schütteln. Der nachher noch die Spur macht. Das ist aber kein Satellitentropfen, das ist ein zwangsläufiger Tropfen. Es kommt drauf an, wie du schwingst. Der Satellitentropfen ist, und zwar, was ich meine ist, wenn man Pipi macht, dann versucht man ja immer, also wenn man das im Stehen macht, das soll man ja nicht und das funktioniert auch nicht, versucht aber man ja immer schöner. Das Pipi. Nur, ja, weil man damit Feuer auspinkeln kann. Man muss es lernen. Und das sind die Tropfen, die dann rausfliegen. Und das ist ein Begriff aus der Keramikherstellung, weil man daran den Qualitätsgrad einer Toilettenschüssel misst, wie viele Satellitentropfen pro Liter Wasser da herausspringen. Ich bin bei einer Tröpfcheninfektion. Es gibt auch Tröpfcheninfektionen. Absolut. Und das ist wahrscheinlich die direkte, wenn man spricht, WOP-Infektion. Und vielleicht sind bei dieser Infektion die Satelliteninfektionen eben Tröpfchen, die nicht im direkten Weg zu dem anderen sondern geht. Ja, im Halbkreis. Ja, oder auf Gegenständen wohnen oder auf Tieren oder auf anderen Wegen eben sich dann weiter. Medizin. Ja, falsch, danke. Silvester.
Bleigießen. Wir schütten das Ganze ins Wasser rein. Nicht jeder Tropfen bildet das ja wirklich die Zukunft voraussagende Bleielement, sondern ein paar fliegen zur Seite weg so, und geben einzeln kleine Kügelchen. Sogenannte Satellitentröpfchen ist jetzt natürlich albern, was Silvester angeht. Außerdem gucken sie so, als wäre das Quatsch. Deshalb erweitere ich das generell auf die Herstellung von Metalldingen, die durch Schockkälte oder so etwas erzeugt werden. Und dann so hängen die dran und zack. Ist mir schlecht. Vielleicht ist es, wenn so ein neuer Satellit hochgeschossen wird, wenn da was Flasch Schnaps aufgemacht wird oder so, wird ja auch gefeiert. Und dann trinkt man so ein Satellitentröpfchen. Wir trinken heute mal eine Satellite. Weil du hast auch diesen schönen Heinz-Schenk-Dialekt ja, dabei. Absolut. Wir trinken heute Satellite-Tröpfchen. Sehr, sehr. Das ist wunderbar. Ja, aber es war nur eine Vermutung. Ja, ja. Aber sehr nah dran. Das war noch nicht die Lösung. Ich glaube, es kommt aus der Versicherungsbranche. Und zwar ist der Satellitentropfen, also es muss ja ein Tropfen sein, der aus einer Drehbewegung heraus entsteht. Und zwar, wenn man mit einer Farbrolle eine Wand streicht und das ganz schnell macht, dann fliegen ja am unteren Bereich, wo die Rolle sich nach oben bewegt, oder wenn man nach unten geht, am oberen Bereich, fliegen ja Tropfen quasi... Wie war das jetzt? Also, wenn sich die Rolle nach unten bewegt als Ganzes, dreht sie sich ja im oberen Bereich auf einen zu. Dort würden aufgrund der Impulserhaltung des einzelnen Tropfens der Farbe dieser Tropfen satellitenmäßig die Umlaufbahn dieser Rolle verlassen. Und das ist versicherungstechnisch... Nein. Das denkst du nur, weil bei dir oben dann alles so vollgesprengt ist. Aber so... mit Physik zu tun, dass irgendetwas erhitzt wird oder erkaltet und da bei diesem Prozess halt Tröpfchen entstehen, die schweben, kreisen. Sie wird nervös. Nein, sie wird gar nicht nervös. Ihr seid ganz weit weg. Ganz weit weg und ihr werdet es auch nie erfahren, wenn ich es euch nicht sage. Deswegen sage ich es euch. Pferdezucht. Frage, wie funktioniert ein Tintenstrahldrucker? Antwort, in den Düsen des Gerätes werden kleine Dampfblasen erzeugt, die die Tinte herausdrücken. Bei Druckern minderer Qualität kleckern am Ende des Tropfens winzige Tröpfchen hinterher. Diese Tröpfchen gruppieren sich um den eigentlichen Druckpunkt, zum Beispiel um einen Buchstaben, wie kleine Satelliten. Deswegen heißen diese Tröpfchen Satellitentröpfchen. Wer hat's erfunden? Zusammen mir aus Magdeburg. 500 Euro. Ich muss Sie fragen, Sie hatten nicht einen Moment das Gefühl, Sie könnten das Geld nicht bekommen. Das Schöne ist... Mit Recht, ich auch nicht. Das Schöne ist, sie kann sich ja jetzt einen neuen Drucker kaufen und das nennt man Aufbau Ost. Das ist doch klasse. Sehr gut, der Mann. Wenn Sie auch 500 Euro haben möchten, meine Damen und Herren, dann schicken Sie uns einfach eine Frage oder auch 10 oder auch 100.000, wie viel Sie wollen. Genial. Daneben 50 616 Köln oder Sie rufen an 01378 1120 oder einfach fragen @genialdaneben.de. Wenn Sie aber sagen, ach, wissen Sie was, ich habe schon so viel Geld, ich möchte es lieber ausgeben, dann können Sie es auch gerne tun. Wir haben ein schönes Buch, das können Sie kaufen, wenn Sie möchten. Da sind Fragen drin. Schicken Sie uns die bitte nicht ein, die kennen wir alle schon. Sie können es auch bestellen unter www.sat1.de Fanshop. Genial daneben die Comedy Arena. Das Schöne ist, Hoeker sagt nichts in dem Buch und ich auch nicht. Das stimmt ja so nicht, weil da sind ja auch Dialoge abgedruckt, wie wir vor vielen Monaten auf Lösungen gekommen oder nicht gekommen sind. Und da ist mein Höckerchen auch abgedruckt. Genau. Das ist sehr schön. Ich lese gerade mal durch, während Sie weitermachen. Sehr schönes Buch, kann ich Ihnen nur empfehlen. Ich würde ganz gerne in die Schweiz gehen. Ja, gerne, sehr gerne. Auf wir haben übrigens das Nummernkonto besuchen. Ja, natürlich. Und zwar wohnt dort Renata Fäh. Sie wohnt in Winterthur. Ja, da war ich mal. Ja. Und Renata hat eine wunderschöne Frage. Sie möchte wissen, warum wurden auf der teuersten Einkaufsmeile in Zürich 24 große graue Betonblöcke aufgestellt? Vielleicht war das ein Großbelastungskörper. Für wen? So etwas gibt es. Für wen? Wenn etwas gebaut werden soll und man nicht genau weiß, ob selbst nach eingehenden Bodenanalysen man nicht hundertprozentig sicher ist, ob das Großgebäude, was gebaut werden soll, wirklich standhält, werden Belastungskörper gebaut.
Aber die stehen doch auf der teuersten Einkaufsmeile in Zürich. Deswegen glaube ich, dass es alles Safes waren, Tresore. Dass die, wenn die aus einem Geschäft rauskommen mit ihren Klunkern und teuren Sachen, schnell die in diese Betondinge einschießen können, damit sie zwischen den einzelnen Geschäften nicht überfallen werden können. Vielleicht noch eine kleine Information. Die Betonblöcke stehen alle auf der Züricher Bahnhofstraße, sind rund 2 Meter lang, sowie jeweils 80 Zentimeter hoch und auch breit. Vielleicht sind das Schweizer Sportler. Also zwei Meter. Von der Mafia Meter in Beton gegossen. Na, die bewegen sich doch nicht so. Ach so. Also zwei Meter, ganz kurz die Maße. Zwei Meter lang, 80 hoch und 80 breit. Ach, das ist eine Hundetoilette oder sowas. Also ein Mensch kann ja nur auf allen Vieren da rein, um unter sich zu lassen. Aber vielleicht kann man den Hund reinschieben, damit der mal da sich entsorgt, damit das nicht alles auf der Straße liegt. In Betonblöcke. Naja, wenn da eine Öffnung ist, kann man den Hund auch reinschieben und Fifi hebt das Bein. Da ist aber keine Öffnung. Das sind keine Rohre. Da rennt der Hund dagegen. Da rennt der Hund dagegen. Das sind richtige Betonblöcke. Ja, wenn der Hund dagegen rennt, ist das Problem mit dem Pipi aber auch gelöst. Natürlich. Ich glaube, vielleicht ist kann es einfach... Dir auch passieren. Wie viele... Ja, Herr genau. Schneider, ich möchte ich glaub, Sie nicht... Ich glaube, genau dasselbe. Genau. Ja. Haben wir recht? Was denn? Es ja, ist ein schon zuhören, aber... Es ist ein Adventskalender. Wie schön. Es ist ein Adventskalender. Das Auspacken dauert ein bisschen, das gebe ich zu. Aber der Schweizer hat ja Zeit. Sagen wir mal, es gibt ja so moderne, bescheuerte Künstler. Ja. Ich vielleicht glaub, ist es ich, nicht so. Ich habe mich geirrt, glaube ich. Ja. 24 kleine, wie viele, kompakte Beton. Große graue Betonblöcke. Ja. Wie viele Kantone gibt es? Wie viele Kantone gibt es in der Schweiz? Nicht 24. Wissen die das selber, wie viele es da gibt? Ich glaube schon. Vielleicht Schweizer Uhren. 24 Stunden hat der Tag. Mhm. Vielleicht ist es eine ganz sonderbare Art von Zeigern, die jeder Betonblock zeigt eine Stunde an. Und wenn die ja so langsam gehen und wenn die sich sozusagen bei dem ersten anfangen in Bewegung zu setzen, brauchen sie immer, die Schweizer, brauchen sie immer genau eine Stunde, bis sie einen Betonblock hinter sich haben. Dann wissen sie, aha, jetzt ist es 1 Uhr. Naja, ich meine, das ist jetzt mein Denkansatz. Eine Uhr, eine moderne Schweizer Uhr. Darf ich, ich muss Sie mal zwei Fragen stellen. Es geht um Zürich. Ja, geht um Zürich. Und es geht, ist es wichtig, dass es 24 sind oder könnten es auch 26 24. sein? Es ist wichtig, dass es 24 sind. Es ist nicht wichtig, ne? Also, weil es ist ich nicht weiß, wichtig. Ich war ja mal in Zürich. Wo waren Sie? In Zürich. Weil ich kenne jemanden, der hat ja. Ja, auch der ist bekloppt. Es ist so, das ist vielleicht die Altstadt. Also, dass da. Bahnhofstraße. Die Bahnhofstraße, ja, genau. Also, so groß ist Zürich jetzt nicht, dass die sich mehrere Straßen. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es so, dass die da vielleicht stehen, damit die Straßenbahnen, die da fahren, die sind sehr alt, fahren über Brücken schief, lösen Vibrationen auf dem Boden auf und aus. Und die würden die alten Gemäuer des Fachwerks kaputt machen. Und durch diese Betondinger werden diese Schwingungen aufgefangen und die Häuser bleiben ganz. Langsam für die Schweizer. Die Straßenbahn. Das ist falsch. Ist das eine Werbemaßnahme? Nein, ist keine Werbemaßnahme. Eine Sicherheitsvorkehrung. Liegen die oder stehen die? Das habe ich jetzt nicht begriffen. 2 Meter lang, 80 hoch, 80 breit. Ah, okay. Könnte es etwas mit Tieren zu tun haben, die sonst eventuell, vielleicht ist ja ähnlich wie in Indien die Kuh heilig ist, könnte ja sein, dass in der Schweiz, ohne dass wir es wissen, vielleicht der Seelöwe. Und man hat dann Angst, dass die Seelöwen dort sozusagen vom Gehweg auf die Straßenbahnschienen laufen. Ach, sind das vielleicht Wannen? Also sind die gar nicht, das sind keine Klötze, sondern die sind ausgebeult und da ist Wasser oder Stroh für Pferde und Fiaker drin? Nee, das sind Wannen. Also Quatsch, das sind keine Wannen. Nein, das ist albern. Klötze, richtig Klötze, an allen vier Seiten geschlossen. Alles geschlossen, komplett. Das hat auch nichts mit Fahrradwegen, also Fahrradständer zu tun. Nee, aber es hat mit Sicherheit zu tun. Ja, also im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne man schon. Schützt sich vor etwas. Zum Beispiel? Man schützt sich vor Wind. Autos, die in die Schaufenster krachen. Warum? Gute Idee. Weil Umzüge da sind, verpasst nach. Es gibt auch diese typische Einbruchsmethode, dass die Leute rückwärts mit einem Geländewagen in so ein Schaufenster reinfahren, Kofferraum auf, Einrichtung rein, Kofferraum zu und wegfahren. Vor jedem Juweliergeschäft steht so ein Ding. Richtig. Ja.
So ist es, so ist es. In den letzten Jahren gab es zahlreiche Einbrüche in exquisite Juwelierläden. Die Täter verfuhren dabei nach der sogenannten Rambock-Methode, wie wir eben gehört haben. Sie bretterten einfach mit dem Auto durch die Schaufensterscheiben, räumten dann die Auslagen aus. Deswegen wurden überall auf der Bahnhofstraße Betonteile aufgestellt, die normalerweise auf Autobahnbaustellen eingesetzt werden, um verengte Fahrspuren voneinander zu trennen. Und seitdem hat es keine Rambo-Überfälle mehr gegeben. Ich zeige euch mal, wie diese Dinger normalerweise aussehen. So, ja. Und jetzt in der Vorweihnachtszeit sehen sie so aus. Oh, wie schön! Oh, ist das schön! Das ist aber wirklich schön! Da waren wir mit dem Adventskalender doch nah dran. Da sag ich doch nur, wer hat's erfunden? Die Schweizer! Ja, es tut mir leid, Renata, aber das wurde gewusst. Da können wir leider nichts machen und es gibt leider kein Geld. Egal. Wir kommen zu Lutz Klosterhoff. Er wohnt in Ense. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Und er möchte wissen, was ist der Nikolaus-Effekt? Ach, oh, lieber. Naja, naja. Ja, wir haben ein dicker kurz, Sack. Kurz nochmal, bitte. Ich habe es etwas flapsig formuliert und würde mich durchaus zu einer Hodenprellung Fußballsport hinreißen. Das ist der Nikolaus-Effekt. Ja. Der Nikolaus kommt mit einem prallen Sack und einer dicken Rute. So viel ist das schon mal klar. Ich möchte gerne und wenn er zum geht, Schornstein. Wenn er geht, ist der Sack leer. Ja. Und die Rute zerbrochen? Der arme Nikolaus. Ich würde sagen, verstopfter Kamin ist das ein Nikolaus. Das ist aber eher der Bohlen-Effekt, den ihr meint. Ja. Ein Nikolaus-Effekt ist ein verstopfter Kamin, wenn der Kamin nicht mehr richtig zieht, weil da der dicke Nikolaus noch drin steckt vom letzten Jahr. Ja. Martin? Vielleicht ist es ja so eine Krankheit, wo einem überall so Haare sprießen. Bei so einem Bart und wenn es man so bei aussieht. Frauen. Bei Frauen. Mit Frauen mit Bart, die sehen aus wie der Nikolaus. Nein. Martin? Ich fand das jetzt gar nicht so schlecht, was du Danke, was drängst du? Nee, vielleicht so Hormonstörung, ja? Hormonstörung? Glaube ich auch. Frauen mit so einem Oberdamelippenbart oder sowas. Nee, nach unten meine ich. Ja. Oh, jetzt habe ich's. Das ist im Hotel, wenn alle ihre Schuhe vor die Tür stellen. Nicht schlecht, das ist sehr gut. Der Nikolaus. Und dann morgens aufwachen, es ist immer noch dreckig, aber es ist was drin. Ich glaube, der Nikolaus-Effekt ist das unkontrollierte Auftreten von rudelartigen Massen an Rentieren in Großstädten. Weil die im Wald keine Nahrung mehr finden und müssen in die Städte und essen davon den Müll halten. Und das nennt man Nikolaus-Effekt, weil der natürlich jetzt von diesen Viechern gezogen wird. In welchen Großstädten? Großstädten, ja, zum Beispiel Zürich. Ja, da gibt es ja auch den Rentiertrick. Man fährt rückwärts mit so einem Schlitten in so eine Metzgerei. Rentier in die Metzgerei und wieder weg. Das natürlich. Ich glaube, der Nikolaus. Nein, überhaupt nicht. Das mach ruhig du. Natürlich, ich entschuldige. Was? Du hast das schönere Jackett. Du hast ja gar keins an. Deshalb. Eben. Vielleicht, wenn man morgens aufwacht und hat unerwarteterweise eine rote Pudelmütze auf. Wäre der eine Vorschlag. Oder aber. Ich weiß auch warum. Weil man mit dem Kopf zu hoch am Kopfende liegt und hat sich die ganze Nacht oben an der Kante vom Ding gedreht. Das sieht ja ein bisschen besonders lustig aus, ja. Vielleicht ist es ja nicht der Nikolaus, den wir jetzt als Weihnachtsmann kennen, sondern vielleicht ist es der Zar Nikolaus in Russland oder so und es ist ein politischer Effekt. Der Bischof. Ich würde mal vielleicht vermuten, vielleicht hat das gar nichts mit Nikolaus zu tun, sondern einfach mit dem 6. Dezember. Vielleicht ist das der Effekt, dass zum Beispiel Beamte am 6. Dezember einfach schon mal so schlagartig mit ihren Weihnachtsferien anfangen. So, und ja, und die gehen so bis St. Martin. So vielleicht, was in der Art. Vielleicht ist es ein Begriff aus der Dentalmedizin, wenn man zum Beispiel einen gebrochenen Kiefer hat. Genau, Nüsse knacken. Ne, einen gebrochenen Kiefer. Nein, ich kam jetzt über. Nüsse knacken, auch nicht schlecht. Nein, ich kam jetzt gebrochener Kiefer, dachte ich, wegen Nikolas Kiefer. Effekt ist, Hella, du zuerst, weil sonst hast du gleich eine Halssperre. Zu spät, ich mache weiter. Und zwar, ich weiß, was es ist. Ich war, aber bitte. Der Nikolaus, ich werde extrem verunsichert. Ich mache mir mal einen Knoten in die Finger. Besser in den Finger als hier rein. Das sieht albern aus. Der Nikolaus-Effekt ist plötzliches Ausgabeverhalten von öffentlichen Einrichtungen. Die letzte Möglichkeit, noch eine Spende zu bekommen, noch mal einen Antrag auszufüllen für eine Versicherung. So etwas in der Art.
dass bis zum 6. Dezember so rum ungefähr ich glaube, 1. Dezember gemacht sein muss. Dass der Nikolaus-Effekt etwas Medizinisches ist, entweder auch Karies oder eben auch Verstopfung oder bei Diabetikern der Zucker schießt hoch, weil so viel Schokolade gegessen wird. Nicht schlecht. Falsch, Olli. Ich dachte, es ist ein Begriff aus dem Bereich Hals, Nasen, Ohren. Und zwar, wenn man rote Mantel hat. Was bei Feuerschluckern ja oft gesprochen wird. Ja, wieso? Der Nikolaus hat roten Mantel an. Das überhaupt nicht weiter. Wir sind in der Psychologie. Der Nikolaus. Genau. Wir sind so. Martin, jetzt aber. Jetzt aber. Nee, du hast es ja gesagt. Psychologie, nee, genau. Wir sind in der, also Psychologie. In der Psychologie. Und zwar schon länger. Ja. Ja. Nein, der Nikolaus. Vielleicht ist es so ein Angstzustand, ganz gell? Genau. Wenn jemand vor Angst unter den Tisch krabbelt. Genau. Ich bin ja auch immer unter den Tisch gekrabbelt, wie der Nikolaus gekommen ist. Oder wenn jemand permanent an einem schlechten Gewissen leidet, weil der Nikolaus ja auch immer sagt, du warst, hast das und das und das gemacht. Nein. Der Nikolaus kommt ja aus aber der sind, Türkei. Aber sind wir mit der Psychologie denn einigermaßen richtig? Das ist nicht so sind schlecht, wir mit oder? Irgendetwas einigermaßen richtig? An sich nicht, nee. Auch nicht mit der Psychologie. Also ganz, ganz weit weg. Das ist aber so eine... So, das ist so eine. Das ist ja alles Psychologie. Also der Nikolaus kommt ja aus der Türkei. Vielleicht ist der Nikolaus-Effekt einfach so. Der Versuch der Türkei, in die EU aufgenommen zu werden. Nein, Motto, er ist in heute schon Weihnachten. Ich sag's euch mal, ihr wisst es nicht. Also, richtig. Wenn in Behörden Beförderungen anstehen, geht dem normalerweise eine sogenannte Personalbeurteilung voraus. Und die Mitarbeiter lassen dann keine Gelegenheit aus, sich von ihrer besten Seite zu zeigen, wie Kinder, die in den Tagen vor Nikolaus auffällig brav sind, damit der Nikolaus gnädig gestimmt ist. Betriebspsychologen, deswegen weites Feld, sprechen in diesem Zusammenhang vom Nikolaus. Geil. Oh. Aber nah dran, sehr geil. Ganz ja, aber nur genau umgedreht. Nee, Entschuldigung. Nein, der Mann muss das Geld bekommen. Ja! Lutz Dorsdorf aus Ense. 500 Euro für Sie. Ja. Martin Gehr wohnt in Velbert und möchte wissen, was ist das Lametta-Syndrom? Nikolaus. Ja, das ist aber das Syndrom Lametta-Syndrom. Lametta-Syndrom. Lametta-Syndrom, das sind. Vielleicht sind das so Tonnen, die so schlechte Perücken haben. Ja. Vielleicht so. Ein Hippie, wo graue Haaren kriegt. Ich wollte auch sagen, dieses, wenn man über Nacht grau wird. Ein Hippie, der graue Haare kriegt, hat das Lametta-Syndrom. Lametta grau ist nicht schlecht. Lametta? Sehr schön. Nein, falsch. Was das mich ja mal interessieren würde, eine Umfrage im Publikum. Wer von euch wirft das Lametta rückwärts auf den Baum und wer hängt es ordentlich? Rückwärts macht keine Katze, weil es dann eben nicht ordentlich aussieht. Aber wir haben zu Hause immer rückwärts über die rechte Schulter das Lametta jetzt in den Baum. Jetzt wird mir einiges klar, Herr Hohenfelder. Wer wirft Lametta rückwärts über die Schulter? Und weißt du was? Lametta ist ja aus Metall und deswegen werden bei dir die Haare so abgekappt. Durch das ich komme mir gerade verdammt einsam vor. Ja. Und hier hängt das alles ordentlich. Lametta. Ja. Aber Lametta ist doch hässlich. Das wirft man rückwärts über die Schulter direkt in den Mülltonnen. Vielleicht. Also Lametta. Man nimmt das, probiert das aus, es macht totalen Spaß. Ja, weil der Baum sich vor jeder Schrotten hinter sich hat. Nein, es sieht total bunt aus. Bevor es noch mehr Weihnachtstraditionen der Familie Hohecker gibt, komme ich noch mal zurück auf den Begriff Syndrom. Wir hatten vorher Nikolaus-Effekt, jetzt sind wir bei einem Lametta-Syndrom. Syndrom verweist meistens auf eine Krankheit. Störung. Stimmt. Ja, also jetzt sind wir endlich bei der Psychologie angekommen. Nein. Aber bei einer Krankheit. Ja. Ich weiß es. Da hat jemand einen an der Waffel. Das ist schön. Ja, aber wir sind wieder mal bei körperlichen Gebrechen. Nein. Vielleicht ist es einfach ein Flirren vor den Augen. Kleiner Scherz. Vielleicht ist das, wenn ich, gucken Sie mich, ja, bleiben Sie mal kurz so. Wenn man das jetzt in der Kamera, ja, gucken Sie jetzt mal in die Kamera. Und zwar, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Lametta nicht von oben nach unten, sondern von links nach rechts hängt, könnte es sich um Faltenbildung auf der Stirn handeln. Goldene Falten. Vielleicht. Herr Walder, vielleicht ist es ganz einfach bezeichnet, ist den Zustand, in dem ja auch Frauen, die gerne einkaufen zum Beispiel und vielleicht mehr und lieber einkaufen, als es vielleicht normal richtig wäre, bezeichnet Frauen, die sich einfach gerne schmücken.
Also wir behängen praktisch. Er hat aber eben gesagt, nicht Psychologie. Also es ist richtig eine Krankheit. Ja, ihr habt gesagt, ist es eine Krankheit, habe ich gesagt, ja. Ja, aber es ist so. keine, wir waren doch, als ich gesagt habe, Psychologie, haben Sie Nein gesagt. Nein, ist keine, also ist eine körperliche, wir reden von einem körperlichen Gebrechen. Nein, also entweder ist es weder körperlich noch, weder psychisch noch physisch. Richtig. Und doch eine Krankheit. Ja, physisch schon, aber nicht körperlich. Also entweder ist es was. Physisch, aber nicht körperlich, Herr Balder. Herr Balder, uns geht. Herr Balder, die Ruhe bleibt. Physisch, aber nicht körperlich. Also reden wir gar nicht von einem Menschen. So ist es. Von einem Astralkörper, von einem Planeten. Nein. Von einem Tier. Nee. Von einer Pflanze. Ja. Ah, das ist doch süß, wenn die so austransen, die Blätter und dann so runterhängen wie Lametta. Das ist das Lametta-Syndrom. Das ist eine Krankheit, die Pflanzen, ich sag jetzt mal den Ficus benjaminus befällt, ich weiß es nicht. Und es gibt eine bestimmte kleine Käferart, die machen Schnippschnapp, Schnippschnapp, die schneiden die Blätter und zum Schluss hängen die Blätter so puschelig runter wie Lametta an einer Tanne. So ist es nicht. Aber so ähnlich. Bei Palmen. Bei wem? Bei Palmen. Nein. Bei Spaghetti. Wenn man vergisst, den Rest von den Spaghettis wegzuschmeißen, fährt in Urlaub und dann sehen die ja dann so grau-grün aus, wenn man heimkommt. Die haben dann auch was Pflanzliches meistens. Irgendwann schon, ja. Ist das Lametta-Syndrom vielleicht ein Parasit oder so etwas? Also eine Pflanze, die wächst auf dem Baum und wächst dann lang herunter, weil sie viele Luftwurzeln hat. Und überhaupt das Ausbilden von Luftwurzeln, ja, die halt rechts und links herunterhängen. Von wem? Luftwurzeln. Von wem? Wir sind schon zu zweit. Tun Sie nicht so, als wäre das totale Scheiße gewesen. Und es ist auch nicht, wenn Kiefer, es gibt vielleicht Kiefern keine mit Kiefer. Langen Nadeln, Tannen? Keine Tanne. Keine Tanne. Eine Eibe, Laubbaum. Eine Lerche. Ein Laubbaum. Nadelbaum. Eiche. Ein Werken Baum. Und Nadelarbeiten. Nadelbaum. Also nochmal, weil es ist ein Nadelbaum. Und, den und es ist etwas, ein Phänomen, das dieses Lametta-Syndrom, was diesen Baum in der freien Natur befällt. Wir reden also nicht von Weihnachtsritualen. In der freien Natur. Wir haben vorhin von Krankheit gesprochen. Dieser Baum hat eine Krankheit und das wächst sich so aus, dass der Fachmann in dem Fall von einem Lametta-Syndrom spricht. Richtig, Sie so weit sind wir schon. Von uns den Baum wissen. Ja. Und Sie hatten schon gesagt, das ist ein Nadelbaum. Hm. Und Sie wollen auch noch von uns hören, wie das ausschaut, oder? Ah ja. Das heißt, und dann möchte ich auch noch den lateinischen Begriff haben. Nee. Und da einen auf die Fresse, Herr Balder. Das können Sie haben. Das ist ein Baum in deutschen Wäldern. Finden wir diesen Baum in deutschen Wäldern. Dann das Problem ist, ich sehe das die ganze Zeit. Ich sehe die ganze Zeit diese Bäume im in Wald. In deutschen Wäldern. Mit dieser saurer Regen. Hat das mit dem sauren Regen. Vielleicht hängen da Regenwürmer dran. Zum Beispiel? Saurer Regen. Also, was weiß ich über den sauren Regen? Ja, wir hatten ja eben schon ein paar aufgezählt. Also, es ist keine Kiefer. Keine Kiefer. Jetzt fangt er wieder von vorne an. Also, saurer Regen. Ja, ein Nadelbaum ist es. Ja, aber was gibt's? Sag doch mal schnell die Nadelbäume, die wir haben, bitte. Außer der Klaus, der Willi, das sind die, die links im Garten stehen. Dann habe ich den. Wie heißen die denn? Erle? Fichte. Fichte. Danke, so. Georg. Kriege ich jetzt schon mal 50 Euro. Ja. Danke, so, also Georg. Fichte haben wir schon mal. Fichtenhaine. Und wie sieht denn das Lametta-Syndrom jetzt aus? Was passiert denn mit der Fichte? Die Fichte ist was, was du runterhängst, in Schlieren an dem Baum in der Natur. Nein. Nein. Eine Chance noch? Die sieht so aus, wie wenn man im Zimmer das Lametta abnimmt. Also einfach ruiniert. Wie, wenn man das abnimmt? Also manchmal sieht man noch so Fichten, da sind so braune Schlieren, also so kleine, ganz dünne, so wie Haar. Es sieht aus wie Engelshaar. Ja, wo denn? Wo sind die denn? Am Rand des Astes. Bei saurem Regen sterben Teile des Baumes ab und der hängt dann so herunter. Thank you.
Thank you.